So, passt mal auf, jetzt wird der fliegende Holländer so lange beballert, bis er nicht mehr fliegen kann. Hier bei SpongeBob Rehydrated. Zusammen mit Manari. Hallo, Kim. Ja, hallo. Und erstmal wird noch der Pfannenwender eingesammelt. Achso, vielleicht zur Erklärung, wir waren das letzte Mal, die Folge hatte da hinten aufgehört und da war auch noch eine Socke. Die war aber so nah über dem Checkpoint, dass ich da einfach nur hochgesprungen bin, aus Versehen zwischen den Folgen und schon hatte ich sie. Damit haben wir jetzt 2 von 3 Socken in diesem Areal. So, die Kanonen sind auch ausgerichtet und jetzt geht's hier los. Kam da nicht eine Zwischensequenz? Eigentlich schon. Sie sind doch alle ausgerichtet. Da steht 4 von 4. Wo muss ich denn jetzt hin? Das Ding ist doch weggefahren vorher. Eigentlich schon. Musst du die Kanonen vielleicht nochmal irgendwie bestücken? Kann ja hier nichts machen. Ach Mann, wie blöd ist das denn jetzt? Nochmal mit Mr. Krabs quatschen, aber das ist eigentlich Quatsch. Hä? Da geht's ja zurück. Ja. Das ist ja nicht. Letztes Mal wollte ich nicht in die Zwischensequenz rein. SpongeBob. Jetzt komme ich nicht rein. Ja, ahoi. Ahoi, ahoi. Das ist ja blöd. Ja gut, dann gehe ich da jetzt nochmal rüber. Ist ja auch Quatsch, da jetzt rüber zu gehen. Der muss beballert werden. Ja. Na egal. Mal sehen, was hier so passiert, wenn ich rübergehe. Ob was passiert. Vermutlich nicht. Nicht, ja. Vermutlich nicht. Hä? Kann man das irgendwie... Ach, man kann es, glaube ich, anwählen. Das war hier irgendwo... Nee, oder? Ach, nee. Man konnte das unter Details sehen, dass da noch der letzte Pfannenwender fehlt. Mhm. Ich würde gern da... Ich habe gerade Reisen gedrückt, aber ich bin ja eigentlich schon da. Vielleicht komme ich jetzt zum Bosskampf. Ja, mal sehen. Zum Bosskampf reisen. Ja. Ah, ja, hier waren wir das letzte Mal. Genau, das ist ja mühsam. So, da geht es wahrscheinlich zurück. Hier kann man wechseln. Aus irgendeinem Grund soll man auch Sandy sein, sonst käme ich ja hier gar nicht rüber. Mhm. Nicht wahr? Das sehe ich ähnlich. So, dann lassen wir uns mal braten hier. Schwing das Lasso in Phase 1, okay. Oh! Ja, toll. Hey! Oder soll ich fliegen? Ich kann ja nicht, kann nicht angreifen, habe keine Angriffsoption. Jetzt. Ui! Bedränge weiterhin den Geist. Der bedrängt eher mich. Oh, da ist er. Uiuiui. Wenn ich Laserstrahlen aus den Augen schießen könnte, wäre ich auch gern Geist. unter der Voraussetzung schon, ja? Ja. Das wäre cool. So, eigentlich gar nicht so schwer. Man muss nur zur Seite laufen. So. Jetzt soll er sich mal aufmachen hier. Ah. So recht will er mich noch nicht lassen. Ah, sieht schon cool aus, wie er das macht. Mhm. Ja, jetzt. So, Phase 3. Gibt es noch eine Erklärung oder habe ich sie verpasst? Oh, wie traurig er ist für einen kurzen Moment. Oh. Jetzt erhöht er bestimmt seine Frequenz, ne? Obwohl. Ich glaube, der ist ein bisschen breiter geworden, der Laser. Und er macht 4-mal. Okay. Geht aber noch. Einfach in Bewegung bleiben. So. Auf dem Vorschaubild sah es richtig schlimm aus. Mit seinem Laser, da hat man sonst was befürchtet. Boah, so. Das ist jetzt eigentlich ja gut zu handeln. Ja, die sind ja auch alle nicht schwer, die Bosse. Was mir nur recht ist, ehrlich gesagt. Ist ja kein Dark Souls. Ja. Okay. Ei, das war knapp. Ja, ich spring vielleicht doch mal, dann komme ich da besser aus der Gefahrenzone raus. Macht er denn jetzt auch irgendwann mal... Ja, jetzt macht er die Phase. Hopp. Hast du genug, dreckiger Geist? Dreckig? Ich habe die Jacke extra reinigen lassen. 2-mal. Hört alle auf zu kämpfen. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Hier bitte! Oh, das sieht aus
groß wie mein Schiff. Sogar der ganze Dreck und die Fliegen sind dran. Wie aufmerksam. Also gut, ihr möchtegern Matrosen. Hier ist der goldene Pfannenwender. Die Errungenschaft hieß Shanghai. Was hat das mit Shanghai zu tun? Kannst du das erklären? Nö. Nee, ne? Holland und Shanghai liegen doch ein bisschen auseinander. Das ist richtig. So, 74. Schon. Hopp. Ja, nö, keine Ahnung. Ich habe noch drüber nachgedacht, aber mir fällt nichts ein. Ja, nee, ne? Vielleicht irgendein Insider aus der Serie, den ich jetzt gerade nicht kenne. Gut, dann mal zurück. Was gibt's denn jetzt da noch zu entdecken? Eine Sache. War eigentlich auch schon... Ah, da geht das wieder los hier. Den ganzen kleinen Kram hier einsammeln. Das ist aber schön. Boing. Hey, wie sieht die nicht an? Dann muss halt der Schlag herhalten. Ja, zu klein und unbedeutend, genau. Ja, dann gucken wir uns mal die Details an, ne? Die sehen ziemlich gut aus, außer diese Socke. Ja. Bisschen Schwund ist immer. Kannst du dich erinnern, wo noch eine war? Nö. Überhaupt nicht. Ich weiß noch nicht mal mehr, wo wir die hatten. Also jetzt gerade im letzten Abschnitt hatten wir eine. Wie soll ich eigentlich da rankommen? Ja. Ja, keine Ahnung. Gehen wir wieder zurück, oder? Würde ich auch sagen. Wir können ja auch mal wieder Socken eintauschen. So ist ja nicht. Wir sind ja wieder zweistellig. Wenn jetzt ein Patrick in der Nähe ist. So ist es hier, glaube ich, nicht. Tatsächlich. Ich glaube auch nicht. Roll den Schwamm. Oh, ist ja doch ganz schön lang gewesen, der Weg hier. So war das. Wow, SpongeBob, du hast welche gefunden. Jetzt sind sie wieder sicher zu Hause, wo sie hingehören. Hier ist dein goldener Rückenkratzer. Pfannenwender. Damit kann man keine Pfanne wenden. Wird jedes Mal lustiger, der Spruch. Oh, Errungenschaft, Mega Spatula Seeker bei 75. Ah. Sehr schön. Jetzt ist aber die Frage, was ist denn hier noch offen, was wir noch nicht hatten? Also ich kann auch gleich mal in die Übersicht gehen, da kann man das auch sehen. Aber hier so waren wir irgendwie überall. Hier sowieso. Hier könnten wir jetzt rein, ne? Ja, schon. Das war das mit den 70. Das war das Roboterhauptquartier. Wenn ich nämlich mal auf die Karte gehe, jetzt können wir das mal ein bisschen durchswitchen. Hier sind teilweise nur so Bosse. Ich glaube, Poseidon war doch ein Boss. Mhm. Ich weiß nicht. Industriegebiet. Innenstadt hatten wir. Quallenfelder hatten wir ganz am Anfang. Das ist hier das Hub. Bikini Bottom. Gulagune. Sandberg. Heldenhöhle. Rock Bottom hatten wir. Seetangwald hatten wir. Das hatten wir jetzt eben noch nicht. Oder? Genau. Labor des Abfalls. So, das hatten wir gerade. Okay, da kann man praktisch nur Statistik sehen, wie viel man schon eingetauscht hat. Bei Patrick. Mhm. Und hier ist, es wird ja auch mit den Pfannenwändern dargestellt, hier ist Mr. Krabs, da könnten wir natürlich noch ein bisschen was machen. Genau. Und dann gibt es noch SpongeBobs Traum, da weiß ich halt nicht, wo der jetzt, wie der erreichbar ist. Also wir haben das freigeschaltet, wir haben das freigeschaltet, ins Kino können wir noch nicht. Vielleicht ist das sein Traum, sozusagen. Ja, nicht nur dein Traum, sondern auch sein Traum. Ja, Kino. Ja, dann gehen wir jetzt in den Abfalleimer, oder? Würde ich sagen. Und guck mal, was weiter so passiert. Vier Blüten haben wir, 22.000 irgendwas. Also nach wie vor, Kino ist noch... Ja, bleibt ein Traum. Sozusagen. Gut, dann gehe ich jetzt da rein. Ja, hier wird Essen serviert. Aber keine Liebe. Oh, das ist aber knapp 75. Das ist genau das, was wir haben. Puh. Mhm. Oh, oh. Ach, guck hier. Waren wir hier nicht irgendwie schon mal? Kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ja, wir waren hier einmal drin und haben halt geguckt, wie viele Pfannenwender wir brauchen. Ich hatte 70 in Erinnerung, waren es 75, dann habe ich es mir falsch gemerkt. Wow. Ich habe es mir gar nicht gemerkt. Wie klappt das? Was denn hier? Reden. Soll ich mit dem Fernseher reden? Ja. Eilmeldung. Tatsächlich. Die Behörden haben bestätigt, dass die Roboter, die in Bikini Bottom Amok laufen, tatsächlich aus dem Abfalleimer kommen. Ja, genau da, wo du stehst. Plankton, Inhaber des Abfalleimers und insbesondere bekannt für den Bau von Robotern, deren einziger Zweck es ist, Chaos und Zerstörung zu bewirken, hat jegliche Verstrickungen dementiert. Und dann werde ich auf euren Kindern herumtrampeln und dann auf den Kindern eurer Kinder. Das waren die Eilmeldungen aus Bikini Bottom. Stimmt, das hatten wir schon mal. Okay, dann gehe ich jetzt hier rein. Ja. Wird bestimmt nochmal ein ausgewachsenes Level. Oha. Seht euch den Typen an, mit dem großen, eckigen Kopf und mit dieser kurzen Hose. Etwas Grässlicheres habe ich noch nie gesehen. Moment mal, das grässliche Ding sieht ja aus wie ich. Ich wusste immer, dass SpongeBob mal tot sein würde. Grundgütige Gründe. Ein Roboter SpongeBob. Irgendetwas Komisches geht hier vor sich. Und damit meine ich nicht dich. Was anderes Komisches. Plankton, du steckst hinter all dem, oder? Ja, ja, ich war es die ganze Zeit. Sehe, der Duplikatotron. Ich hab den Namen schützen lassen, also denk nicht mal dran, ihn zu klauen. Damit kann ich von absolut jedem eine Roboterkopie machen. Ich wollte eine ganze Armee aus loyalen Robotern aufbauen, die jeden meiner Befehle ausführt. Aber jetzt laufen sie amok. Ich hatte vergessen, den Schalter auf Plankton-Gehorchen umzulegen. Ach! Aber da Papa jetzt zu Hause ist, kann ich das beheben. Was ist denn jetzt los? Es sollte doch funktionieren. Es funktioniert bestens. Sie gehorchen mir. Ich wusste, ich hätte keine Kopie von mir anfertigen sollen, aber ich bin einfach zu süß. Das war das letzte Mal, dass du meinen Plänen in die Quere kommst. SpongeBob, darf ich vorstellen? SpongeBob. Hi, wie geht's dir? Darf ich dir meine Freunde vorstellen, Patrick, Sandy? Genug! Macht euch bereit für euren Untergang! Ich finde die Augen sehr cool. Oh, die Menschlichkeit! Okay. Oder soll ich lieber Fischlichkeit sagen? So. Gib's ihm, SpongeBob! Sieht so ich finde die ein bisschen unheimlich. Hier eine Gelegenheit. Ach, ja, aber schön mit dem Glas. Gib's ihm, SpongeBob! Und der Roboter ist am Boden. Oh, oh, Hilft das? Ja. Ah, ah! Okay, jetzt haut er die Plattform weg. Oh. Sieht so aus, als hätte SpongeBob hier eine Gelegenheit. Ah ja, okay. Na, ich muss jetzt nicht hier rüber, oder? Mal was anderes treffen? Irgendwo da? Ich fürchte, so wird SpongeBob eher nicht gewinnen. Das war eine schlechte Idee. Oh, jetzt bin ich hier unten. Der Roboter ist einfach zu groß für einen solchen direkten Angriff. Redet doch nicht alle durcheinander. Oh. SpongeBob ist wieder im Kampf. Begegnungen der schmerzvollen Art. Sieht so aus, als hätte SpongeBob hier eine Gelegenheit. Was kann man hier tun? Ich soll doch hier nicht rüberlaufen. Eher nicht. Ah, ich kann da nicht rüberlaufen. Oh. Ich fürchte, so wird SpongeBob eher nicht gewinnen. Okay, jetzt ist er hier unten. Das war es. SpongeBob ist Kampf. Schlecht gelenkt, aber hat funktioniert. Hilft das überhaupt was? Ja, noch. Hat das was abgezogen, oder? SpongeBob ist wieder Ich habe nicht so drauf geachtet gerade. Sieht so aus, als hätte SpongeBob hier eine Gelegenheit. Ach so. Ich verstehe diese Gelegenheit nicht. Einfach, weil er gerade nichts macht und ich da oben angreifen kann? Nee, kann ich gar nicht. Nee, er hat jetzt ja diese grünen Punkte offen gelegt. Die reden alle und dann musst du noch dazwischen. Es tut mir leid. Ah, scheiße, ich hab nicht aufgepasst. Ja, die grünen Punkte. Okay, probier mal einen zu treffen. Ja, okay, muss man nach und nach machen. Ah! Ich hab auf die andere Angriff gewartet. Alter, die können doch nicht alle durcheinander reden. Scheiß. Offenbar doch. Das war's. SpongeBob ist wieder im Kampf. Okay, er macht jetzt zwei Schläge hintereinander. Einmal. Zweimal. Jetzt kommt der. Sieht so aus, als hätte SpongeBob hier eine Gelegenheit. Gut, nutzen wir die Gelegenheit. Gib's ihm, SpongeBob. Yeah. Einmal. Zweimal. Dreimal.
Jetzt sieht der. So aus, als hätte SpongeBob hier eine Gelegenheit. Aber das, kann ich das nicht auch von unten alles treffen? Und der Roboter ist am Boden. Oh. Die Frage, was der mit mir macht, wenn ich... Weg hier. Oh nein. Oh nein, jetzt bin ich da irgendwo in den Abgrund gefallen. Na toll. Seht euch den Typen an. Mit dem Das ist ja dämlich. Passiert. So. Ach so, jetzt ist wieder die Geschichte. Na gut, dann machen wir mal die Nase zuerst. Boing. Okay. Sieht aus wie Pickel. Ja, grüne Eiterpickel. Uiuiui. Oh. Der kommt ganz schön schnell von der Seite. Okay, der braucht es noch. Aber wie nett, dass er immer auf mich wartet. So. Der Kommentator ist erstaunlich ruhig. Ja, dem hat die Sprache verschlagen. Ich geh mal runter. Hau ab hier. Du Knilch. Hilft das überhaupt was? Das hilft gar nichts. Oh, der schießt hier unten auf mich. Verstehe. Ich muss mal noch... Na, mach. Los, schieß. Ach, warum bin ich auch so blöd, ne? Frisch wie eine Frühlingsbrise. So. Oh, er macht schon drei? Okay. Nein. Ich wollte es abbrechen. Ach, scheiße. Ah, verstehe. Man muss in die Phase kommen, wo er so ausholt von der Seite und dann wartet er kurz. Das ist die Chance, ne? Mhm. Greift der mich jetzt hier auch an? Mann! Jetzt wollte ich gerade den Angriff machen. Scheißvieh. Jetzt habe ich aber empfindlich gelitten hier. Oh. Einmal. Zweimal. Dreimal. Oh, den noch. Oh Gott, oh Gott. Aber zumindest muss man hier schon... Ja. Eine ganze Weile durchhalten. Ach, diese Worte fallen da runter. Das ist ja lustig. Ja, es wird immer länger, bis man mal wieder an ihn ran kann, ne? Boah. Hilfe. Das muss immer zum Schluss kommen. Sonst funktioniert es natürlich gar nicht. Zwei noch. Jetzt bin ich mal auf der Seite. Das ist auch gar nicht so schlecht. Aber der eine wird schwer zu treffen sein. So. Was sagt der eigentlich? K irgendwas? Karate. Karate. Mit ein bisschen zu vielen Haars, wenn man mich fragt. Und mit einem AE hinten dran, vielleicht auch nicht unbedingt, aber was soll's. Vor allen Dingen ist doch Sandy eigentlich mehr für Karate. So, hol aus. Oh, jetzt wird's schwierig. Es geht. So. Errungenschaft SpongeBob vs. SpongeBob. Ich dachte, der fällt auf mich rauf. Ihr Tölpel hat meine wunderschöne Braut zerstört. Wir wollten doch nächste Woche heiraten. Sagt ihr heiraten? Ich repariere dich, Baby. Oh, jetzt kommt Phase 2. Ja, ich schrumpfe! Nein, Patrick, ich glaube, der Roboter wird größer. Oh, weia. SpongeBob, er ist in deinen Kopf geflogen. Nun, dann werde ich ihm in meinen Kopf folgen. Ich meine, in den Kopf meiner Roboterversion, der wie mein Kopf ist, nur größer und metallischer. Machst du jetzt endlich? Roboter Plankton, hier komme ich. Das wird mir gerade alles so merkwürdig. Auch selten, dass der Boss einen auffordert. Machst du jetzt endlich? Ja. Okay, erstmal gucken. Das ist jetzt nicht direkt Boss, würde ich sagen. Das ist wieder so ein bisschen Level. Hui! Oh, da ist gleich ein Maschinchen. Ja, moin. Den würde ich gerne hier runterschubsen. Es hat geklappt. Das ist ja cool. Okay.
Ach, da schwebt er jetzt die ganze Zeit rum. Wow, 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 wow. Okay, ja. Ah, komm ich da überhaupt drüber? Ich trau mich ja nicht so richtig, aber Alternativen sind rar. Ich versuche Plankton abzuballern. Stimmt. Das wäre dann mal so eine Alternative. Oh, das ist aber auch. SpongeBob an Einsatzleitung. Ah! Oh, shit. Ah, da hat man nicht viel Zeit. Warum dreht sich denn die Kamera so blöd zurück? Oh, die Zeit. Okay, hat geklappt. Bringt das denn das? Ah, jetzt habe ich. Ja, genau, jetzt habe ich die Plattform bekommen. Was macht das? Okay. Aha. Ja, logisch, ne? Ja, total. Ich habe mit nichts anderem gerechnet. Oh nein. Jetzt kommt hier jedes Mal so einer, den ich abballern muss. Wo die Zeit hoffentlich reicht. Ah, was? Was? Ach, da kam da was raus, oder wie? Ich dachte, das wäre nur eine Rakete. Das war so schnell vorbei, ich konnte das nicht sehen. Ich war doch aus dem Radius weg, ich muss mir das nochmal angucken. Also hier habe ich mich anvisieren lassen. Ja. Da kommt noch Gegner. Was ist denn das für eine Frechheit? Ja, toll. Das ist doch scheiße. Wie soll das denn schon wieder gehen? Das ist schlechtes Timing. Schnell kann man doch kaum sein. So, okay, das war knapp. War verdammt knapp. Soll ich da runter? Oder ist hier noch einer, der irgendwo... Ach, die Maschine. Ja. Ah, okay, dann warte ich mal den nächsten Gegner ab und dann ist die Maschine dran. Das ist halt immer voll blöd, dass man natürlich im Lock ist, wenn man gerade hier anvisiert. Das stimmt. Da ist die Zeit immer knapp. So, das war die Maschine. Jetzt könnten die Dinger mal hochkommen. Nein? Sonst komme ich runter. Huch, was passiert hier gerade? Ja, tatsächlich. Oh nein, schnell. So, ja, jetzt sind sie da. Warum schwebt das eigentlich alles? Du kannst Fragen stellen. Zukunftstechnologie. Okay. Boom. Oh, das war easy. Oh, was? War das nicht gut? Oh, oh. Doch, das war gut. Okay. Ich hab's schon nicht verstanden, aber es war gut. Ja, und ich muss jetzt mal gucken hier. Oh, ist wieder irgendwo. Oh, Gott. Ja, die Maschine da. Ach so, Bowling, ja. Dachte schon, ich rutsch jetzt hier. Erstmal alles wegmachen. Oh, vier immer. Oh nein, es hört nicht auf. Oh. Bitte triff. Nein, ich muss mehr aufladen. Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt ist aber mal gut. Wow. Wenn das mal nicht zu weit ist. Ach komm. Scheiß Bowling, ey. Was mache ich? Panik. Panikmodus. Panikmove. So, jetzt hier so ein Mittelding. Ah, endlich. Der hat gesessen. Getroffen. Bumm. Er wieder. Na los, schieß. Wann hat der mal genug? Das dauert noch. Kann sonst wäre das Spiel ja vorbei. Aber wir haben doch noch Traum und Kino vor uns. Ja. Oh. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Am Ende ist es dann so Plot-Twist, SpongeBob hat alles geträumt. Ja, wahrscheinlich. Nein! Okay, da bin ich wieder. Au. Noch lach ich. Ah, scheiße. Okay, da wieder so ein Doppelpack. Na, schönen Dank. Okay, dann machen wir erstmal die Maschine. Wie viel wirft die so? Ein. Ich glaube nur zwei. Da kommt der nächste. Oh, nein. Ich kann es nicht abbrechen. Nein! Ah, okay. Zwei. Ich habe den zweiten nicht gesehen. Scheiße. Das ist ärgerlich. Da kommt der erste. Und da müsste gleich auch der zweite kommen. Die ergänzen sich natürlich perfekt, ja. Wobei, das ist jetzt gerade ganz gut. Au. Scheiße. Nein. Und weg. Jetzt kommt die Rakete nicht, weil er tot war. Okay. Oh nein! Ah, Mann, diese Scheiße hier! Oh komm, wirf deinen Mist. Ich krieg überhaupt keine Unterhosen, ne? Also nebenbei bemerkt, man muss hier ganz schön durchhalten.
Aber die Checkpoints waren ganz gut. Hä? Was ist denn jetzt los? Ha! Nein, 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 ich kann es nicht abbrechen! Ach, Mann! Dass man diese Rakete nicht abbrechen kann, ist auch der letzte Rotz, ey. Vielleicht solltest du warten, bis zwei da sind, weil er, glaube ich, immer zwei wirft. Scheiße. Oh! Jetzt bin ich tot hier. Jetzt hat er mich erwischt. Nee, hat mich nicht erwischt. Ja, keine Ahnung. Ich halt's nicht aus. Haben wir wieder irgendwo. Ja, danke. Zumindest ist der noch nicht anspruchsvoller geworden. Aber auch noch nicht tot. Ja. Hui! Das ist schon ein bisschen knapp hier. Okay, was trifft man denn da? Ach, dieses dünne Ding da in der Mitte, diesen Elektrofaden, na super. Ich glaube ja. Hallo? Oh, also nicht. Ah, ich glaube, das geht nicht wegen der Barrikade da, oder? Dann mache ich die jetzt weg. Oder ich gehe komplett, das würde zwar dem Bowling widersprechen, aber ich gehe komplett so rein. Okay. Ja, gut, das geht auch. So eine Rampe muss ja auch nicht unbedingt Bowling sein. Boah, hier britzelt es aber immer noch fleißig. Wow. Oh, darum, aha. Da musste die Kamera erstmal sich orientieren. Oh, jetzt geht's wieder weit nach oben. Ah. Irgendwie will er die ganze Zeit schießen, aber ich hau ab. Oh, war das gut? Man weiß es immer nicht. Oh. Ah, ist der Zieleinlauf? Nee, doch nicht. Geht's hier? Ah, ich glaube, ich gehe im Kreis rum. Wo ist er? Irgendwo unter dir. Da hinten. Oh, shit. Ah, Mann, die Kamera, das macht den ja wahnsinnig. Okay, dann komme ich nochmal rum zu ihm. Ich dachte erst, der kommt mir hinterher, aber... Dachte ich eigentlich auch so. Oh, ich will da rein. Da gibt es bestimmt Secrets. Oh. So, hier war er doch, genau. Dann machen wir ihn hier. Ja, moin. Wenn der... Oh, das ist aber nah dran, ne? Das ist natürlich... Du Lauch. Aha, so ne? Kommt man da also rein. Gut, ich guck mal, ob irgendwo was Neues entstanden ist. Oder ob er irgendwo rauskommt. Also das schaffe ich nicht. Oh, durch meinen Tod sind die ganzen Maschinen da unten wieder und so ein Scheiß. Aber kann mir egal sein. Tja. Plankton? Hallo? Bin ich schon wieder einmal rum? Ja, nun, vielleicht musst du da mal reinschießen? In dieses Das könnte eine Idee sein. Da ist ja was zum Treffen. Ach, wahrscheinlich von jeder Seite. So. Okay. Oh, jetzt wird's hier knapp. Ja, doch. Oh! Oh, danke für den Radius. Ach, da oben ist er ja. Jetzt sehe ich ihn wieder. Oh. 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 Ja. The small does not rule, heißt die Errungenschaft. Werde ich rausgeschüttelt. Gibt es noch eine dritte Phase? Sieht ja fast so aus. Never skip arm day. Ja. Sieht erstmal nicht nach dritter Phase aus. Du hast geschafft! Was denn? Was? Oh, tja. All meine Pläne ruiniert!
Jetzt reicht's, ich werde Rechtsanwalt. Du hast mich noch nicht besiegt. Ich habe noch unzählige Roboter in ganz Bikini Bottom. Ich rufe alle herbei und dann guckst du dumm. Oh, oh. Ich vernichte dich. Du vernichtest mich. Ich vernichte dich. Ich vernichte dich doppelt so übel. Ach ja? Ich vernichte euch dreimal. Und ich vernichte euch unendlich oft. Sei still, du dummer Roboter. Wen nennst du hier dumm? Ich war auf der Volkshochschule, du übergroße Kaffeemühle. Ach ja? Dir zeig ich's. Tja, Plankton, ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Oh, das hab ich gewiss. Nächstes Mal mache ich das richtig. Wir haben gewonnen. Wer hat Lust auf Eiscreme? Ich. Muss ich euch alle daran erinnern, dass Bikini Bottom immer noch von Robotern verwüstet wird? Stimmt, Chef. Ja, sie hat eine schöne Stimme. Ich werde bestraft. Ich weiß nicht wofür, aber ich werde bestraft. Es gibt da draußen immer noch viel zu tun. Mehr Jungfraumann und Blauwaschbube geben nie auf, also werde ich es auch nicht. Wir dürfen nicht ruhen, bis Bikini Bottom wieder sicher ist. Ist ja wie Vicky. Ja. Tja. Oh. Huch. Ah, der Abspann. Oh, schön. Die haben was aus dem Abspann gemacht. Ich liebe Spiele, die was aus dem Abspann machen. Bereit für eine Runde Schwammball? Also ein interaktiver Abspann, so nenne ich es immer. Ja, das ist so cool. Ja, dann gucken wir mal. Ich wollte ja hier eigentlich jetzt gerade mal die Folge beenden, aber so hängen wir natürlich noch was dran. Ups. Na klar. Können wir noch ein bisschen sammeln, kriegen wir bestimmt locker 40.000 zusammen. Na klar, auf jeden Fall. Hui. Und wenn ich das jetzt könnte, dann würde ich nebenher noch fazitieren, aber das wird ein bisschen schwierig. Ich muss ja hier machen. Also ich hatte total Spaß. Nee, eigentlich wollte ich das anders sagen. Einer von uns hatte total Spaß, wollte ich eigentlich sagen. Denn jetzt können wir es ja sagen. Manari hat sich ein bisschen durchgequält, aber auch nicht ganz so schlimm. Nach Folge 15, glaube ich, habe ich mir so gemerkt, war etwas die Luft raus. Zwischendurch meinte sie, der Humor ist zurückgekehrt. Aber sag doch einfach mal selber. Ja, ja. Also, zu Anfang fand ich das Video total geil. Es hat super Spaß gemacht. Und dann ließ so irgendwie dieser Witz für mich persönlich halt einfach ziemlich nach. Und ich weiß nicht genau, wieso. Aber es war vielleicht halt einfach auch so ein bisschen diese Mid-Game-Flaute, die es ja auch in Filmen zum Beispiel ganz oft gibt. Zu Anfang sind sie lustig, dann wieder nicht. Dann werden sie am Ende aber wieder lustig und man hat immer noch ein gutes Gefühl. Und ziemlich genau so ist es auch mit diesem Spiel hier für mich gewesen. Hat wie gesagt zu Anfang Spaß gehabt, in der Mitte halt nicht. Und am Ende hatte ich dann auch wieder Spaß. Gerade halt das Level mit dem fliegenden Holländer fand ich ziemlich cool. Das hat sehr Spaß gemacht zum Zugucken. Also ich würde sagen, so zwei Drittel fand ich's geil. Ich hatte halt super Spaß. Also ich fand, SpongeBob ist hier perfekt eingefangen in dem Spiel. Das ist nicht einfach nur irgendwas. Das ist ein richtig gutes Lizenzspiel, wenn man mich fragt. Ich kenne ja das Original nicht. Aber das wird ja inhaltlich ähnlich gewesen sein. Oh, was passiert denn hier? Ah, halt, den Aufzug verpasst. Mist. Kommt er nochmal runter? Das ist ja wieder typisch ich. Hallo. Ich bin gequetscht. Da kommt nix. Ach man, ich will da hoch. Was für ein Scheiß. Vielleicht musst du nochmal da hoch. Ja, also mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es gab ein paar frustige Stellen dann zum Ende hin. Das geht mir ja in fast jedem Spiel so. Nicht optimal gesetzte Checkpoints, sage ich mal. Aha. Das kann man, glaube ich, wirklich schon sagen. Dass so mancher Checkpoint eher nervig war. Aber nicht ja, allzu viel davon. Die Boss-Kämpfe waren alle... Oh, das Publikum, wie süß. Oh ja. Da ist der Pantomime. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Der fällt auf, weil er so farblos ist, ne? Ja. Ja, also die Boss-Kämpfe waren alle, ja, easy im Endeffekt. Selbst der Final-Boss, da musste man sich halt ein bisschen mehr konzentrieren, ein bisschen länger, aber da war alles gut. Oh, nein, oh, egal, ein paar Blüten verpasst. Passiert. So,
Da will ich noch hoch gerne hier. Wie geht denn das? Zu der Seite? Nee, auch nicht. Ach, hier. Nee, auch nicht. Da. Erstmal noch diesen Kurs hier. Lächerlich für so ein paar Blüten, aber wenigstens kann man was einsammeln. Hopp. So. Tja, aber was machen wir jetzt aus dem Rest? Also, es gibt noch SpongeBobs Traum. Oder ist das hier SpongeBobs Traum jetzt? Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich halt nicht. Wenn uns das... Oh! Wenn uns das Spiel nochmal rausschmeißt in den... Ja, ins Hub und so. Dann können wir ja nochmal schauen, was da jetzt noch offen geblieben ist. So, ich kann ja auch leicht springen und hier hin. Beziehungsweise... Oh! Wäre ich da lang gekommen? Da wäre ich auch hochgekommen. Okay. Ah, viel gibt es ja jetzt hier nicht zu entdecken, würde ich sagen. Keine Socken oder irgendwas. Nö, das ist, glaube ich, auch nur einfach eine Abspannspielerei, damit man was zu tun hat, während der Abspann halt läuft. Das ist eine gute Idee, wie du schon sagst. Ja, mag ich immer gerne. Da will man gar nicht meckern. Vor allem, ich kann auch andersrum. Ich muss nicht mich unbedingt an die Pfeile halten hier. Ich kann in beide Richtungen rum. So, jetzt haben wir die vierten Wassermesse. Vielleicht gibt es ja den Platin-Pfannwender, wenn du alle Blüten hier einsammelst oder sowas. Die da, die oben da, die ist gerade ein bisschen... Ah, warte mal, ich kann ja... Oh! Oh, oh nein, jetzt wollte ich... Jetzt wollte ich aus dem... Oh, jetzt habe ich das abgebrochen. Egal. Weil ich aus dem Rollmodus raus wollte, habe ich B gedrückt. Ah, ja, okay. So, eine ganze Socke haben wir. Eine Socke ist ja auch blöd. Wenigstens eine zweite Und eine ohne Hose. Oh Gott, also ich habe gelitten im Bosskampf, muss man ja echt sagen. Warum rolle ich eigentlich nicht? Wir können jetzt nochmal... Wobei, was habe ich davon? Ich habe jetzt überlegt, dass wir zu Mr. Krabs gehen und die glänzenden Objekte eintauschen. Aber was habe ich jetzt noch von Pfannenwändern? Brauche ich ja gar nicht. Nö. Haben ja alles freigeschaltet. Also wichtiger sind jetzt die 40.000 Öcken fürs Kino. Was ja echt eine Herausforderung wird. Ich weiß halt auch nicht, was denn dahinter steckt. Ob da noch ein Level ist, ob das einfach nur Entschuldigung. Ja. Alles gut. Ja, ne? Oder ob man da sich halt einfach so die Zwischensequenzen nochmal ansehen kann oder sowas. Das würde ja Sinn machen für ein Kino. Stimmt, das wäre natürlich auch cool. Ich drücke nochmal fortsetzen hier. Ja, 40.000. Okay. Und dann schauen wir jetzt nochmal... Jetzt schauen wir uns nochmal die Details an. Also wir hatten jetzt Labor. Da gibt es auch nichts mehr zu holen. Da ist alles erledigt. Da gab es ja nichts zum Einsammeln. Großartig. So, SpongeBobs Traum. Details. Nix. Ah. Ist das das Kino am Ende? Ich weiß das nicht. Ich glaube, das recherchieren wir dann mal. Also hier ist Mr. Krabs, da ist Patrick. So. Fliegender Holländer. Fehlt eine Socke. So. Sandberg. Ach, die Sache mit den Schneemännern. Das ist ja auch ein Spaß. Mhm. Fehlen auch noch Socken. Das sind so ein paar Sachen, die man noch recherchieren kann. Hier sieht's gut aus. In der Heldenhöhle. Rock Bottom, naja. Ach ja, es gab ja noch so Sachen, wo wir die Fähigkeiten noch nicht hatten. Das kommt auch noch dazu. Das waren aber nicht so wahnsinnig viele, die wir haben liegen lassen. Einmal in dem Turm oben, was du beim letzten Mal erwähntest. Und dann war noch irgendwo Bowling, wo wir das noch nicht konnten. Das weiß ich auch noch. Auf der Kirmes war das. Genau. Mit dieser coolen Rutschbahn. Ja. Ja, immer mal so eine Socke. Mit den Pfannenwändern sah es ganz gut aus. Hat ja jetzt auch ausgereicht. Was fliegt denn hier rum? Ah ja. Halt! Ich lass mich wieder so leicht ablenken. Ne? So. Schon den 40.000 etwas näher gekommen. Nein, also... Oh, wo kommt das alles her? Von da oben noch? Ich glaube schon. Ich weiß auch nicht. Wir überlegen uns was. Mal gucken, ob es dann hier noch eine Extra-Folge gibt. Und ich im schlimmsten Fall für mich, Sachen zusammengeschnitten habe, damit wir hier nicht ewig rumlatschen. Oder vielleicht noch eine andere Idee habe. Das werdet ihr dann mal sehen. Aber das war jetzt erstmal das offizielle Ende des Spiels. Und damit sind wir wo eigentlich? Das habe ich gar nicht aufgepasst. So um die 20 Folgen rum? Oder waren wir schon drüber? Also, ich habe überhaupt keine Ahnung. Also es geht. Manari musste sich jetzt nicht unendlich lange durchquälen. Wir haben halt am Anfang gedacht, wie viel wird denn das noch hier mit den Levels? Aber es ging dann doch alles ganz gut durch. Also ich finde, es hat eine gute Länge. Ich könnte jetzt noch ein bisschen weiterspielen, aber auch nicht ewig lang. Also, ich finde es super. Lieber so, als wenn es sich hinzieht.
Ja, das stimmt. Die haben halt schon wirklich schön viel Abwechslung halt mit drin. Das macht natürlich halt auch das Level-Design ziemlich aus, dass sie sehr einzigartig sind unter sich. Aber es war schon eine sehr angenehme Länge auch. So auf den fliegenden Holländer rüber switchen da. Ja, liebe Leute, dann bedanke ich mich fürs Einschalten und lasst euch mal überraschen, ob noch was kommt. Und klickt auch noch mal auf den Kanal von der guten Monari, die jetzt gerade wieder ein paar Videos rausgehauen hat. Von Harry Potter. Aha. Ja. Ja, das findet ihr in der Videobeschreibung. Da könnt ihr schön mal raufgehen. Ja. Und dann sehen wir uns entweder hier noch mal bei irgendeinem SpongeBob-Special wieder oder woanders. Wir freuen uns drauf. Also bis dann. Tschüss. Jo, bis denn. Tschüss.